Herzlich willkommen bei Paddouts. Mein Name ist Nico. Mein Name ist Anja. Und wir spielen Splatoon und es gibt Zuwachs bei den Arenen. Und zwar das Blauflossendepot. Ja, da die, also ich hoffe, dass die meisten Rummeckerer, L3 Tintenwerfer haben wir auch. Und den Elita 3 KSE, coole Sache. Also ich glaube, die meisten haben sich jetzt endlich über die E3 ausgeheult, so dass wir endlich jetzt mal Spaß haben können mit Nintendo. Denn wir können die Dinge im Leben auch genießen und heulen nicht ewig rum, nur weil Metroid Prime nicht der direkte Nachfolger ist. Ich finde es schlimm, Leute, dass sich echt wirklich, ja, ich zahle 40 Euro für ein neues Spiel und heule rum, dass ich nicht 5000 Stunden Spielspaß dafür kriege und dass Nintendo pro Entwicklung eines Spiels nicht nur 3 Tage braucht. Heult euch ein. So. Musste jetzt auch mal heul sein. Heul doch. So wie bei South Park. Are you gonna cry? So. Also, vor allem, die haben gerade erst Splatoon rausgebracht. Xenoblade kommt. Zelda U kommt trotzdem. Metroid kam sowieso nie auf jede Konsole. Auf dem N64 gab es auch gar keinen Metroid. Also trotzdem war der N64 eine geile Konsole. Kam auch ohne Metroid aus. So. Aber people nowadays just like to complain. Also wir haben hier den L3 Tintenwerfer. Ich drücke mal Y, um den zu testen. Testen. Ich würde sagen, nicht kaufen. Testen. Ja, vielleicht kaufe ich den dann, wenn ich ihn getestet habe, wenn er mir gefällt. Vielleicht. Hä? Okay, also wenn ich ZR gedrückt halte, passiert halt nichts. Das heißt, ich muss immer hier so... Ey, das ist ja echt komisch. Guck mal, ich kann nur so einen einzelnen Spritzer abgeben. Das gefällt mir schon mal nicht. Dann muss das Ding aber auch overpowered sein. Ja gut, vom Damage-Output ist es gar nicht so schlecht. Muss man jetzt auch sagen. Ja, und wenn man dann mal einzeln drückt, kriegt man eigentlich auch schon schnell was voll. So, was ist die Sekundärfähigkeit? Ja, dieses, du kannst es machen. Na, und dann halt die Heulboje. Bam! Ich weiß es nicht. Also ich glaube, wenn du damit ganz gut umgehen kannst, dann kriegst du schnell jemanden tot. Aber guck, du musst halt auch gut treffen. Wenn du jetzt hier so ein bisschen daneben schlackerst, passiert halt einfach nichts. Dann musst du halt Umgebung schauen. Ja. Irgendeine Waffe war noch? Was ist das? Den Turbo Blaster? Den kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, das Ding ist auch besser für Rangkämpfe irgendwie. Guck mal, der Turbo Blaster. Was ist denn da passiert? Puff, macht der Puff. Eieiei. Oh. 84. Ja, es ist halt kacke von der Geschwindigkeit und dann musst du halt zweimal treffen, um ihn zu töten. Ob das jetzt so gut ist, weiß ich nicht. Das Schild ist eigentlich eine ganz coole Fähigkeit, nicht einsetzbar. Wieso? Ich hab doch so... Was hat er denn für eine Sekundärfähigkeit? Ach, die Tintenmine. Ja gut, die interessiert mich eh nicht. Irgendwas war doch noch, oder? Na, waren das bloß nicht zwei Waffen? Das... Warte, ich gehe mal weiter zurück. Ja. Nö, dann war's das. Ich hatte mal einen Kommentar, ob ich nicht vielleicht die Airbrush RG zeigen kann. Dann würde ich sagen, mache ich das einfach mal. Jo. Ist bestimmt für mich eine Herausforderung, mich mal umzugewöhnen und eine andere Waffe zu nehmen. Aber hier haben wir sie schon ausgerüstet, die Airbrush RG. Habe ich schon vorbereitend gemacht, war mir gar nicht bewusst. Lobbyismus. So. Mir gerade ein Erbert-Joghurt-Riegel zugeschustert. So, ist irgendeiner von meinen Freunden online? Hast keine Freunde. Mann, was ist denn los mit euch? Standardkampf oder Rangkampf? So, Blauflossendepot ist bei beiden, dann machen wir erstmal Standardkampf, dass wir da Blauflossendepot erstmal uns umgucken können, weil beim Rangkampf hält man sich ja dann doch eher an einer Stelle auf. Mhm. Anstatt an zwei Stellen. Jupp. Oder an drei. Jupp. An einer. Jupp. So, ich esse jetzt erstmal ein Stück Schokolade. Energie! Ist aber auch unhöflich, ne? Mitten im Let's Play zu essen. Ja, bevor du uns von Fleisch hältst. Hallo. Du brauchst Zucker für dein Gehirn. Diego M. Serpi bin ich. Ever Noise. Nee, ne? Hat schon mal gut geklappt. Ja, das ist, glaube ich, die erste Map, wo man so richtig runterfallen kann. Wow. Naja, ich will nicht bloß an die, ich weiß jetzt nicht, wie sie hieß, aber da bist du auch schon mal ins Wasser gefallen. Aber nie so früh. So.
Was hat er das für eine Zweitwaffe? Ach, die Tintenminen, okay. Oh, die ist aber ganz schön riesig, die Map, ne? Wenn ich das mal sagen darf. Komm, verpiss dich. Oh, was ist denn mit dir nicht richtig? Die Erde von da oben runter gesprungen haben. Okay, also die Map, die ist ja echt. Weiß ich noch nicht, was ich davon halten soll. Ich glaube, die ist mir fast zu groß und verwinkelt. Oh, da liegt so ein Minenteil. Ey, irgendwer hat hier so einen Ultra-Minen-Modus. Ja. Ich vermisse jetzt schon meinen Klecks-Roller. Aber im Rangkampf ist das Ding ziemlich gut. Also ich habe das schon benutzt. Nur halt hier beim Standardkampf, ich finde halt, man kann mit dem Klecks-Roller sehr, sehr schnell halt irgendwas vollklecksen. Ja. So. Ach so! Ich dachte. Ich dachte, ich habe diese andere Skill, mit der man hier so eine Bazooka hat und immer schießen kann. Und, nein. Ja. Du hast diesen Tornado, oder? Nein! Oh mein Gott! Ob das schlecht wäre, Nico, noch nie. Ja, wir haben gerade die ganze Zeit Kirby gespielt, waren nur am Ausrasten, weil das so unfair ist nachher. Und ja, das. Da muss ich mich jetzt nochmal an eine realistische Steuerung hier gewöhnen. Ach, guck mal, ich mache einfach das voll. Ja, wenn du dann auch färbst und nicht nur rumspringst. Bam! Kann ja auch mal. Never ever. Oh, was wird das hier mit ihm? Okay, du hast es erkannt. Geh. Klar. Mit seinem scheiß Feindesperser. So, und whoop, diesmal machen wir das richtig. Dann diesmal nicht als. Ja, das war auch nicht so das Klügste, was ich je gemacht habe. Also ich sehe, dass wir eindeutig verlieren werden. Ja. Schon. Aber ich muss auch sagen, die Map, ich glaube nicht, dass die mir so gefällt. Also ich habe viele Maps, die ich mag, das ist keine davon. Super Ding ist bereit. Ja, ich hau das mal irgendwo hin. Ey, ey, Popel dran. Oh. Was popelst du denn auch? Ja, manchmal hat man das als Mann. Heißt, du kennst das nicht. Okay. Boah! Ins Wasser! Juhu! Selbstmörder. Kamikaze-Rolle. Tinte. Ja, also irgendwie. Das war nichts. Nope. Du warst bestimmt jetzt richtig schlecht. Ja, ich war bestimmt der Schlechteste. Nee, ich war der Zweitbeste, wollte mich verarschen. Was habe ich denn für ein Team gehabt? Ja, weiß ich nicht. Ob bis jetzt hätte ich mich probiert. Lass mich doch, das sieht doch keiner. Das muss doch keiner erfahren, Anja. Ja, ich bekomm's selber. Du haust mit. Mich immer in die Pfanne. Kampf fortsetzen? Nein, nicht unter diesen Umständen. Ich wieder schuld. So, Rangkampf. Jetzt habe ich genug gesehen. Standardkampf. Oh. Lass mich. Vielleicht klaue ich dir die Nase. Gib dir die Nase. C++. Jetzt kommt bestimmt ein B-Typ rein, damit ich mich richtig schlecht fühle. Ach was? Nee, warte, er kommt hier am Ende gleich. Ich sag dir das. Ne? Na, da kommt er gleich. Ja, in der nächsten Runde. In der nächsten Runde kommt er gleich. Wo ist er nochmal? Ja, hast gewonnen. Ach ja. Herrschaft, erobere die Sonen. Blauflossin Depot. Na, ein Kleckser haben wir bei uns und die Gegner haben auch einen Kleckser. Und so ein Bazooka-Heini hatten die noch. Ah, da muss ich ein bisschen aufpassen. Hier ist nur ein großes Feld, ja? Oh, warte, ich das schon. Wow. Das war ein bisschen knapp. Darf sich jetzt auch einkehren? Oh. Na, ich habe da so eine Mine hingelegt. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber. Oh. Oh. Nein, hat nichts gebracht. Aber er hat sie zumindest ausgelöst. Ja. Zu welchem Zweck und zu welchem Preis? Ja, du, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wop. Ah. Zähler angehalten. Das ist. Weißt du, die Map ist so übelst groß, aber jetzt, wenn es im Rangkampf geht, ist das richtig eng geschützt. Ey, was ist denn mit dir? Verpiesel dich. Ist aber auch. Hallo.
Lass mich doch. Das Mikro? Ich trete, was ich will. Und wenn es das Mikro ist, dann ist es das Mikro. Wow. Was schnatzt du denn hier drum? Ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren. Du lenkst mich total ab. Ich färb dann mal lieber deinen Kram ein. Ich glaube, man kann auch immer nur eine Mine gleichzeitig haben, ja. Ja. Das ist so ein bisschen schade, sonst würde ich nach und nach hier alles vollhauen. Aber nach einer Zeit aktiviert sie sich von alleine. Hä? Was war denn das, ey? Für ja, mit seiner Sniper-Dingsbums, die neue. Na, E3 Liter K-Gedöns. Oh mein Gott! Mein Gott. Ist egal, wir gewinnen trotzdem. Ich muss mich halt an diese Map noch gewöhnen. Oh, gegnerische Herrschaft, scheiße. Ja, wäre ich jetzt nicht gestorben, dann hätten wir wahrscheinlich schon gewonnen. Ja. Termine legen. Wie da oben dieser Typ auch wirklich nur rumlonst und snipert, ne? Ja. Richtig fies. Aber die hatten wir jetzt gerade im Testmodus gar nicht, ne? Die Sniper? Da hat er die uns zumindest jetzt nicht so angezeigt. Okay, du hast drüber geblättert. Blätter doch nirgendwo drüber. Mein Gott, Leute. Was ist denn zu boah. Ja, ich habe ihn doch gerade erst bekommen und der dauert halt ziemlich lange. Herrschaft erlangt! Mein Gott, diese Lampen sind einfach. So. Auch ganz schön böse, ja. Ah, jetzt geht dieser Sekundenzeiger da ewig nochmal lang. Verstehe ich jetzt nicht. Ja, das System ist mir auch noch nicht so ganz klar, aber es ist wie es ist. Guck mal, wie der da oben schon wieder rumsnipert. Den schnapp ich mir doch, den Troll. Wie sind denn da hochgekommen, verdammt? Ja, von dem Ding oben. Wow! Von seinem Startpunkt. Ach so. Aber ganz ehrlich, die brauchen sich nicht wundern, dass die verlieren, wenn die da alle nur. Oh. Nico. Ach, Mann. Hör doch mal auf. Gibst du bloß geradeaus oder rechts oder links? Ich muss mich dran gewöhnen. Nicht diagonal. Gib mir meine Zeit. Wie die Trottel da aber auch rechts überhaupt nicht da eingefärbt haben. Was soll denn das? So, egal, was die rechts einfärben. Die müssen das Herrschaftsfeld einfärben und das haben sie nicht geschafft. Oh. Ja, komm, da sind ganz viele Runterfalltode drin. Möchte ich jetzt nochmal stark festhalten. Das macht aber nicht besser. Ein neuer Effekt. Und zwar weiß ich nicht. Und zwar weiß ich nicht. Da ist er. Ich habe gesagt, dass da kommt einer rein und da ist der B-Mensch. Das hat man gesagt in der letzten Runde, Nico. Dann hast du dich später erst verbessert auf nächste Runde. Zählt nicht. Ach, leck mich. Hör doch mal auf zu schnalzen, das ist total nervig. Ganz viele B-Minusse jetzt sogar. B-Minusse? B-Minen. Oh, du hast schon wieder geschnallt. Hör auf damit, weißt du, wie nervig das ist? Immer, ja, egal was irgendwie ist, nur mein. Oh. Und dann noch dieses dann Augenrollen. Noch Augenrollen. Ja, oder Schnippen. Ja, das machst du. Ja. Mann. Nicht zu ertragen. Jetzt schubst du mich auch noch. Zu Recht. Glaub es nicht. Wo soll das noch hinführen? Wo siehst du doch. So, hier sind nochmal Gegner. Oh, die Katze trotzdem hier jetzt noch drauf. Ha! Der hab ich doch echt mal. Ey, was machst du hier? Soll das werden? Oder du hier? Oh, was hat er für eine Waffe? Ach, der hat so ein. Ja, okay. Mit Blaster. Ja, da muss er nur einmal ordentlich treffen von nah. Ja, genau. Flutsch. Und drüber. Flutsch. Knapper Sprung. Oh ja, so einen Sniper-Affen haben wir beim Sprung. Uiuiui. Das war ein knapper Sprung. Ja. So, was ist hier los? Haben wir die Herrschaft? Wir haben die. Das war aber gelb. Gelb, oder? Ja, ich habe aber. Titan. Er sieht aber schick aus, ne, in der Farbe?
Ja. Auch wenn es nervig ist, sieht schick aus. In lila, blau. Lila. Lila. Kila. Kila? Warum fährt denn der das hier so nervig ein? Weil das kann. Aha. Ja, das ist eine ziemlich schnelle Runde, ne? Ja. Also was war denn da los? Ich war ja nicht mal irgendwie sonderlich gut oder so. Da muss mein Team ganz schön gerockt haben. Oder die anderen waren halt wirklich schlecht. Eine Mischung aus beiden wahrscheinlich. Also, dein Team gut, anderes Team scheiße. Ja. Da guck, ein Kill, ein Kill, ein Kill, zwei. Ja, da hat eigentlich keiner was gemacht. Welche Stelle warst du, Dritter? Ich hab nicht geguckt, ehrlich gesagt. Aber ist ja egal, wir haben als Kollektiv gewonnen. No, das ist hier nicht so ein Einzelding, sondern wir haben als Kollektiv gewonnen. Im Blauflossen-Depot. Flodde, Sprodde. Komm. 2.0. Na, ja, komm. Ja, glaube ich. Ich glaube, Blauflossen-Depot ist aber ganz cool, wenn du so ein Sniper-Typ bist, weil es halt sehr weitläufig ist, aber eine gute Weitsicht auch hat. Ich will auf jeden Fall nicht den Pankasius Skatepark, den mag ich gar nicht. Ja, der ist etwas nervig. DCS hatten wir eben schon mal, oder? Das weiß ich gar nicht. Das kommt mir zumindest so bekannt vor, der Name. Har. Har. Herrschaft, obere Edition, Blauflossendepot. Ich frage mich, ob die in Zukunft auch noch andere Modi bringen. Gute Frage. So wie Capture the Electrowelts oder so. Ja. Wäre eigentlich ganz cool, weil da kann man echt viel mitmachen. Auch nicht, dass du ins Wasser fällst. Boah. Und dann würde man das Spiel auch daran hindern, auf irgendeine Art und Weise zu stagnieren, ne? Ja. Ja, ich denke mal schon, dass dann noch alle uns irgendwie kommen werden. Ja gut, ich habe zwei erledigt. Das ist eine gute Tendenz schon mal. Ich hoffe, mein Team baut darauf auf. Ja, schafft er lang. Ja, dann hat das doch schon mal geklappt. Definitiv. Definitiv. So. Also wenn man dann mit dieser RG ganz gut trifft, dann geht das auch schnell. Dann. Ja, dann klappt es. Also das war jetzt richtig. Auch hier dieser Tint-Typ, was ist los mit euch? Ihr müsst das nicht einfach verschwenden. Also ich habe das Gefühl, die benutzen das nur, um das zu benutzen. Ein Schmatterling gerade. Ein Schmatterling? Ja. Oh Gott. Geh weg. Ja. Bin ich ja. Oh mein Gott, Krieg. Oh, meine Mine hat jemanden erledigt. Ich würde sagen, pass auf, das ist nicht rum. Oh mein Gott. Jetzt gerade aber, ne? Ja, da haben sie es auf euch abgesehen. Was ist denn da los? Oh nein, so. Er mit seinem Hellboy. Oh, von hinten. Wie von vorne. Den habe ich gar nicht kommen sehen. Ja, tot. Aber ansonsten haben sie es gerade wirklich sehr gut verteidigt, muss ich sagen. Es war eine richtig lange die Grünphase. Die Zeit läuft immer noch runter. Ja, schon wieder. Es gab ja kurz einen kleinen Stopp. Jetzt hat da jemand sein Special aufgeladen. Herrschaft erlangt und irgendwen getötet. Gott, warum färbt ihr das denn hier ein? Hört doch mal auf damit. Wow, ein böser Mensch. Echt jetzt bei der letzten Sekunde? Oh, echt jetzt? Und jetzt gewinnen die noch. Ja, guck mal, die haben noch 100 oder so. Oh, das war's schon. Läuft. Ja, perfekt, dann müsste ich jetzt B- sein. Theoretisch, ja. Bam, 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 bam. Plus 2000. Yeah. 2500. Oh, 7 Kills, 3 Tode. Ich war sogar der Beste. Wer hätte das gedacht? B-. Ja, nice. Seht ihr, Leute, jetzt sind wir schon mal B-Rang. Versuchen wir in der nächsten Folge vielleicht noch ein bisschen zu erweitern. Also, ja. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked das auf jeden Fall, kommentiert fleißig, abonniert doch unseren Kanal und teilt. Ja, teilt.
Und schreibt mal in die Kommentare, welche Waffe ihr sonst noch sehen wollt. Also ich hatte in den Kommentaren, dass ihr die Airbrush einmal sehen wollt. Die habe ich euch jetzt gezeigt. Vielleicht bleibe ich da jetzt noch bei für ein paar Folgen. Aber wenn ihr noch andere sehen wollt oder ich mal andere kaufen soll, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich mache das bestimmt. Bestimmt. Genau. Tschüss.